Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg hat sich im DFB-Pokal blamiert und ist erneut an der Auftakthürde gescheitert. Die Mannschaft von Trainer Achim Bayerlotzer unterlag beim Fünftligisten BSG Chemie Leipzig mit 1:2, 1:0. Für Regensburg war es bei den vergangenen 9 Teilnahmen bereits das 8. Erstrundenaus. Kai Droschky, 90+1, erzielte mit einem fulminanten Distanzschuss den Siegtreffer für den Außenseiter. Dabei hat nach der Führung durch Julian Derstroff, 20. vieles auf einen gemütlichen Nachmittag für die Regensburger hingedeutet. Doch trotz spielerischer Überlegenheit der Gäste blieben die Leipziger im Spiel und wurden durch Philipp Wendt, 70. belohnt. Der Rasen in Leipzig machte es den Favoriten nicht einfach, dennoch verdiente sich der Außenseiter den Sieg mit einer beeindruckenden kämpferischen Leistung. Sit